Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bausimulator. Ja, in der letzten Folge haben wir versucht, ein bisschen Boden zu verfüllen. Links um in der Ecke sieht man leider, wir müssen weiter verfüllen. Denn ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, wir machen diese Folge einen anderen Bauauftrag. Die schlechte ist, ja, wir müssen noch ein bisschen Boden dahin karren. Aber das sollte nicht das Problem sein. Ein bisschen was werden wir, denke ich, schon noch hinkriegen. Aber zuallererst schnappen wir uns den kleinen süßen LKW hier. Lange schon nicht mehr gefahren. Aber er ist noch da. Wir könnten noch nutzen. Und erstmal muss ich mal gucken, wo müssen wir eigentlich überhaupt hin. Also, ich würde sagen, wir fahren hier einfach hier links und dann wird das schon, denke ich, passen. Einfach einmal durch die Stadt. Denn ich denke mal, die Autobahn, das lohnt sich nicht wirklich. Jetzt mal, wenn wir hier ein bisschen Gas geben, dann haben wir hier erst recht kein Problem. Und gleich stellen wir irgendwie fest, wir kommen hier nicht vorbei wegen irgendeiner Baustelle. Aber gut, das werden wir gleich noch in Erfahrung bringen. Wenn es nicht klappen sollte. Also, da war schon ein beachtliches Tempo. Ach, ich kann die Hammer sogar während der Fahrt einsammeln. Das finde ich auch gut. Also, das ist auf jeden Fall ein wunderschöner Meinungsverstärker. Das hier könnte ein Wasserkraftwerk sein. So wie das aussieht. Aber gut. Ja, ein bisschen abbremsen. Die Autos sind hier nicht so schnell. Oh, jojo, in der 30er-Zone. Das kann ja was werden. Hier ist ja ein Radar. Warte. Da müssen wir eigentlich mit dem Bagger nochmal gegenfahren. Habe ich leider übersehen. Obwohl, ich glaube, das Ding ist wie vieles andere hier einfach reinbetoniert. Das wäre aber auch sonst zu schön. Zu schön, um wahr zu sein. So, dann müssen wir jetzt gleich hier links irgendwo in der Straße rein. Wenn ich dran gedacht habe, dann steht da, ja, da steht schon unser Bagger. So. Wir fahren hier mal rein. Machen mal eben Randaleleucht und Warnblinker mal an. Ui, was steht denn hier im Weg? Ach, das ist ein Baumstumpf. Ja gut, den können wir ja noch irgendwie rausreißen, wenn es ist. So, jetzt müssen wir mal eben Modus wechseln. Ich hoffe mal, das passt so schon. Ach, das hat mich sogar noch gewundert. Aber gut. So, dann schmeißen wir den Plunder hier einfach einmal eben runter. So, einmal anheben. Ein bisschen Arm in die Länge. Dann haben wir gleich zumindest schon mal das Baumaterial hier. Da müssen wir uns gleich gut hinstellen. Denn hier wird nämlich gleich gebaggert. So. Noch einmal die, ich glaube, Betonbauteile sollen da sein. Dann Platz machen und dann sollte das soweit passen. So. Ach, sehr schön. Wir können sogar direkt loslegen. Dann steigen wir mal aus. Dann steigen wir in den Bagger. Der kleine sollte reichen. Sorry, mein Fehler. Hätte ich gewusst, dass das ein so kleines Ding ist, dann... oder, ja, so klein ist jetzt auch nicht, aber... ja, wobei, ist eigentlich doch klein. Aber hätte ich gewusst, dass das so zugänglich ist, dann hätte ich zugesehen, das war hier... ja, wie formuliere ich es am besten? Dann hätte ich vielleicht sogar einen neuen Bagger gekauft. Aber gut. Dann müssen wir damit uns irgendwie zufrieden geben. Einmal hier rein, wenn es geht. Und wenn da nichts mehr reingeht, dann fahren wir zur nächsten Baustelle. Und kippen dann den Sand da hinten irgendwo ab. Am besten an der Stelle, wo wir ihn voraussichtlich brauchen. Und ich stehe hier, glaube ich, ein bisschen zu dicht dran.
Das müssten wir mal eben kurz ein bisschen abändern. So. Dann einmal hier in die Erde damit. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir wahrscheinlich sogar noch glatt alles hier auf den LKW drauf kriegen. Ist aber nur eine Vermutung. Das werden wir gleich in Erfahrung bringen. Ich muss auf sehen, auf jeden Fall schon mal sagen, das ist ein netter Kleinauftrag. Also, da kannst du definitiv schon mal nicht meckern. Da sollte sich definitiv einiges machen lassen. So, wir haben hier auch schon unseren Kran hier sozusagen stehen. Das ist auch schon mal was Schönes. Also da sollte sich auf jeden Fall gut mit arbeiten lassen. Klar, die Löffel werden jetzt gerade aktuell nicht sonderlich voll, aber das muss ja nicht unbedingt. Wir sind ja auch so schon sehr zufrieden hiermit. Ui, jetzt schon wieder voll. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen noch von anderen Baustellen uns den Sand irgendwie herstibitzen. Sonst sieht das ein bisschen, ja, ein bisschen knapp aus. Wenn ich es jetzt mal so formulieren darf. Sonst könnte das wirklich noch ein bisschen zu wenig Boden auf Dauer werden. Aber ein schöner Spielturm, das muss ich auch sagen. Also, der Garten hat schon was. Komm. Bisschen hier rüber. Dann nach vorne nochmal. Vielleicht noch einen Meter wieder zurück. Löffel schon wieder voll. Ja, ich denke, den LKW, den kriegen wir am Ende des Tages halb voll und mehr auch nicht. Habe ich so irgendwie so ein bisschen im Verdacht. Aber gut, soll es auch hin und wieder mal geben. Wie viel sollen wir denn eigentlich hier noch ausheben? Wobei, wenn ich überlege, hier vorne in der Ecke ist noch jede Menge. Naja, gut, dann sind wir halt ein bisschen beschäftigt. Ich sag mal so, ist mal was anderes. Ist halt mal kein Großauftrag für vielleicht 3 bis 4 Folgen, sondern einfach mal, was gesagt. Ja gut, in einer Folge kriegen wir das, glaube ich, nicht ganz fertig, aber jedenfalls mal ein bisschen was Überschaubares. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen besser aufladen, wenn ich das so richtig deute. So, das hätten wir schon mal hinter uns. Jetzt ist die Frage, was sollen wir jetzt eigentlich genau machen? Baustellenabnahme. Das ist nie euer Ernst. Haben wir es doch tatsächlich in einer Folge irgendwie hinbekommen. Also, dass ich das erlebe. Aber gut. Wir haben ja auch ein bisschen gebuddelt. Einmal zurücksetzen. Einmal in den Fahrmodus, bitte. Warnblinker und allen Pipapo einmal ausschalten. Wir haben ganz... Ja... Ja, ein bisschen ungünstig das Ganze beladen. Sollte aber nicht das größte Problem sein. So. Deichanlage. Auftrag abgeschlossen. Ich glaube, das war der schnellste Auftrag bis jetzt. Aber gut, war auch nur ein kleiner Auftrag. So ehrlich muss man halt auch sagen. So, dann klettern wir einmal über die Hecke. Dann gehen wir nach hier hinten hin und gucken mal nach, was es hier so Schönes gibt. Also, hier gibt es ein Rasenmäher. Oh, warte, wir müssen uns gut verstecken. Sandkiste, ah, ja, ja. Da sieht auch alles nach DIN-Norm und so weiter gut aus. Ja gut, ich glaube, wir fahren mal lieber zur nächsten Baustelle. Beziehungsweise zur eigentlichen Baustelle. Wir müssen ja noch den Sand loswerden irgendwo. Und wenn wir den schon haben, dann können wir den auch nutzen. Das Auto ist langsam gefahren. Das finde ich sehr schön. So, dann geht's einmal hier lang. Oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los für den Stau?
Nächste Preisfrage. Wo müssen wir eigentlich überhaupt lang fahren? Wir müssen ja eigentlich jetzt gleich links. Und dann, ich hätte bald gesagt, irgendwann mal in eine große Wohnsiedlung reinfahren. Ja. So hat gehört halt eben auch ein bisschen dazu. Oder eigentlich dazu. Das Material auch mal woanders hinzufahren. Das gehört übrigens jetzt zur. Wenn wir das auf den Realismus beziehen, das ist jetzt eigentlich ja nicht ganz so untypisch für einige Betriebe. Ja, bei den einen Kunden wird das für teuer Geld entsorgt und der nächste Kunde, der muss das für teuer Geld kaufen. Also im Endeffekt ist so eine Masche in einigen Berufen. Man lässt sich doppelt abkassieren. Das kommt in manchen Feldern sehr gerne vor. Und das versuchen wir jetzt auch hier irgendwie durchzusetzen. Vor allem müssen wir zusehen, dass wir etwas vorsichtig fahren. Wir haben hier, ja, nicht unbedingt eine wertvolle Fracht, aber wäre schon nicht verkehrt, wenn die vollständig bleibt. So, dann fahren wir mal wieder in Ansicht. Also es ist schon noch richtige Richtung. Okay, das passt. Nein. So, ich habe sehr gut eingeparkt. So, einmal eben zurück. So, dann hier irgendwie wieder auf die Straße kommen. Ja, ja, ja. Sehr schön. Das sieht gut aus. Das sollte so irgendwie funktionieren. Okay, ja, gut, okay, wir können auch hier reinfahren, eben in den Ort. Dann bringen wir den Rummel mal eben weg. Dann irgendwo hier links rein. Dann halten wir uns ein bisschen grob an den Straßenverlauf der Bundesstraße. Ja, ihn gerade aushalten zur nächsten großen Kreuzung und dann sollte das passen. Dann sind wir bestimmt an dem richtigen Ort hier. Da müssen wir jetzt nicht lang. Hier um die Kurve mal ein bisschen abbremsen, das wäre jedenfalls nicht verkehrt. So, immer weiter geradeaus. Na toll, noch eine Ampel, aber die ist grün, das ist gut. Die Ampel ist sehr liebevoll mit uns heute. Aktuell die einzige. So, dann hier rein. Kippen wir den Plunder mal irgendwie da hinten irgendwo rein und hoffen, dass das funktioniert. So, wo habe ich jetzt hier am meisten Platz? Das ist eine gute Frage. Eigentlich müssen wir hier generell mal ein bisschen umräumen. Kippen wir den Plunder einfach mal hier unten irgendwo rein. Ich habe aktuell so ein kleines Problem, dass wir hier ein grundsätzliches Materialproblem haben. Oder nicht vielleicht vom Material her selber, sondern eher so, was die Verteilung angeht. Dass uns da aktuell ein bisschen schwer mit getan haben. Wo ist mein LKW? Da ist mein LKW. Das ist jetzt viel. Gut, vielleicht schneiden wir aufscreen mal den Bulldozer, dann sieht das vielleicht ein bisschen besser aus. Denn ich würde jetzt erstmal an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.